Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Humanoids in der Apokalypse. Und wir gehen jetzt weiter in Richtung dieser großen Stadt hier erstmal. Obwohl hier. Aber ich glaube, hier in der großen Stadt war auch eine Tanke. Aber ich will hier nochmal durchgehen, damit wir dann auch wieder hier ankommen. Ja. Gehe ich nämlich hier so rum, dann unten rum und dann gehen wir hier rum nach Hause. Was steht hier? Marker. Sehr gut. Können wir direkt mal gucken, was der Marker sagt. Hier waren, glaube ich, Gegner, ne? Weil ich mich daran erinnere. Wo laufe ich hier gerade eigentlich lang wieder? Achso, wir laufen einfach querfeld ein. Okay. Dann bleiben wir auf dem Weg. Oder auf dem Nichtweg. War ja jetzt nicht so viel los. Wie gesagt, kein Glück gehabt. Arschnebelig. Der Nebel ist wieder weg. Wie spät haben wir es denn? 5 Uhr? 17, ja, 5 Uhr 22. Naja, okay. Dann müssen wir da durch. Aber das mickt ja nichts. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, ob das Mikrofon zu laut ist oder nicht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das übersteuert manchmal. Wenn ich da ein bisschen ausgelassener von mir lasse. Ich habe gedacht, wir sehen hier vielleicht noch einen Wolf oder so. Oder einen, wieder die netten Bären von nebenan. Oder ein paar Hirsche. Dann könnten wir die nämlich erlegen und hätten wieder Fleisch. Aber das brauche ich ja nicht. Kann ich ja eh nicht mitnehmen. Wir haben ja die Taschen voll. Voll wie Lumpis Oscar. Ich glaube, wenn wir da zu Hause sind, gucke ich mal, dass wir so viele Kanister machen wie nötig. Ich glaube, der Bär hat einen Snack gefunden. Der war nicht ich, glücklicherweise. Und dann hätte ich den erschießen müssen, leider. Und dann liegen lassen müssen. Weil ich hätte nicht mitnehmen können. Aber ich hätte den, hätte das andere erfressen oder draußen lassen können. Aber jetzt egal. Ist egal. Aber hier schon drin. Aber das war, glaube ich, hier kein Haus. Das war ein Haus, aber da ist auch keine Garage bei. Tschüssikowski. Und ich glaube, hier links waren. Geht's jetzt los? Bin mir da aber nicht mehr so sicher. Irgendwas war hier. Finger im Abzug, bin direkt sicher feuerbereit. Hatten wir nicht hier den Truck her, unseren? Den schwarzen? Oh, hier scheint. Ja, vor Jubeln war aber ein bisschen Schrot. Siegs habe ich jetzt getötet. Habe ich gerade eine Erfolgsnachricht gekriegt. Oh, guck mal hier.
Ah, Gasmaskefilter, die kann man austauschen. Und equip. Nimm die halt so mit. Was hab ich? Achso, den, das war der, den ich mit der Pistole erschossen habe. Nehmen wir jetzt nicht mit. Guck mal, da sind noch ein paar. Die zwei können wir aber so wegschlagen. Oh, das sind, oh, das sind keine. Oh, warte mal, ist das so ein Bum-Bum-Macher? Oh, anscheinend nicht. Aus nächster Nähe. Oder der hätte irgend so ein Dingens, wo es Bumm macht. Schade, dass man die hier nicht fahren kann. Wir haben wie's. Oh, das ist ja mal der richtige Advanced Gas Mask. Weg mit dir. Das auch anziehen. Aber ich glaube, die ziehe ich nicht an. Ey, sag mal. Was ich die mitnehmen, nicht wegschmeißen. So, ne, die nehme ich jetzt nicht noch mehr mit. Ich glaube, hier waren wir schon. Oh, warte mal, guck mal, wir lassen den das machen. Kommt die so selbstbewusst durchgerannt? Junge, was ist denn mit dir falsch hier? Oh, guck dir den an. Oh, ich glaube, der ist draufgegangen. Ja, das ist, wenn er da so reinrennt, mein Junge. Jetzt hat die dir doch angezogen. Okay. Macht ja nichts. Oh, warte mal. Triffst du da auch nicht, ne? Aber alle auf einen Schlag hier. Ja. Ja, den kann man gut mit dem. Was machst du da? Gut auf Entfernung halten. Muss mal gucken, was der, ob der alles hier drin liegen hat, lassen hat. Kann ich so meine Sachen wiederholen? Was hat er für ein Unfair? Nehmen deine Sachen hier. Mensch. Es wird auch dunkel. Da oben ist ein Lagerfeuer.
Können wir nicht, weil wir keine Ausdauer haben. Oh, Panzer. Gun Repair Kit. Darf ich nicht nutzen? Darf ich nicht benutzen. Okay. Irradiert Plasma? Was ist das denn? Achso, das war das hier. Na gut. Können wir den hier nehmen? Ah, der hat aber keine Tankanzeige, also da hat der nichts. Schade, den würde ich gerne mitnehmen, da würde ich gerne meinen Spaß mit haben. Den darf man auch nicht haben. Ah, ist ja langweilig, ey. Oh, nette Handgranate. Aber wir haben keinen Platz mehr. Müsste eigentlich irgendwo mal was zum Schlafen finden. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was sind nach da unten? Wir haben nur noch 24 Schuss. Würde ich schon noch mitnehmen. Und 30, okay. Ja, 20 Schuss in der dicken Munition. Und es ist schade, dass man nicht hier hoch kann. Oh, jetzt hier Gepäckkit. Die stapeln aber leider nicht. Schade. Kann man echt nicht hoch. Nee, dann war es das wohl. Da waren wir ja schon dran mit den Fingern. Hier ist nichts mehr. Oh, warte mal, hier, guck mal, hier, was steht was? Hier steht Fuel. Oh Mann, ey, ich steht hier Fuel, weißt du? Warum steht das hier? Wir müssen uns eh verarzten. Gar nicht gewusst, dass das auch hier rumstehen könnte. Steht hier aber nicht rum, oder? Nö. Was ist denn da in die Richtung? Nix. Dann müssen wir da wieder zurück. Oder wir gehen da lang. Müsst ihr den ja auch nochmal ins Bettchen schicken, ne? Ne, warte mal, wenn wir jetzt hier unser Fuel haben, könnten wir eigentlich wieder zum Wagen zurück, ne? Upsa, das wollte ich nicht. Bin aber schon fast der Meinung, dass wir uns Tank voll machen und dann mit unserem Wagen dahin fahren. Oder vielleicht finden wir doch einen anderen Wagen, der vielleicht betriebstüchtig ist. Da gehe ich jetzt zurück. Jetzt sind wir noch relativ nah dran und mit einer Tankfüllung weiß ich aber nicht, ob wir nach Hause kommen. Könnten es aber mal testen. Und querfällt ein. Ah, ich mit dem aber nicht hoch. Bin einmal ans Mikrofon getatscht. Daher renne ich jetzt zurück. Müssen aber da lang. Und dann werde ich mal so weit fahren, wie mich der Tank, die Tankfüllung trägt. Dann werde ich nach Hause laden und mir ein bisschen Sprit selber machen noch. So machen wir das.
Vielleicht treffen wir ja noch irgendwas unterwegs. Das war ein Röhrisch. Kein Wunder, dass wir überhaupt noch laufen können. Wir haben jetzt wie viel drin? 76 Kilo. Was bist du? Ach, du bist ein Reh. Mein Gott. Oh, eine Horde. Eine Horde. Ja, haben wir aber Glück gehabt, wa? Haben wir so nur knapp verpasst. Haben wir noch was so Leckeres zu trinken? Das hier nehmen wir mal. Da haben wir noch ein bisschen Ausdauer. Da muss ich nämlich mal was ausprobieren, weil da steht ja nämlich jetzt ein Unendlichzeichen hier drüber. Und ob man da jetzt unendlich rennen kann, der kann eh nicht rennen, weil er überladen ist. Also von daher ist es auch wurscht. Er verliert zumindest keine Ausdauer beim Springen. Das weiß ich aber nicht, ob der das auch ohne machen würde. Schön, dass hier glitzert. Also ganz weit haben wir es ja nicht. Also müssen wir beim nächsten Mal hier oben in den ganzen Norden noch mal eingucken. Ach, guck mal, hier unten haben wir ja auch noch alles offen. Frei. Sind hier schon richtig. Vorschlagen, wir gehen einfach geradeaus weiter. Die Karpaten. Einen Kaffee werde ich ja mitnehmen. Kein Platz. Wo sind wir denn hier? War ich hier schon? Royal Bürger brauche ich gar nicht erst reinzugehen. Ich glaube, da war ich nämlich schon hier. Die Türen sind doch offen, also von daher. Aber so ein Wolf nehme ich gerne schon mal die Pistole in der Hand. Hier kein Wolf. Hunde. Letzten fünf. Dabei waren, ne? Aber hier waren wir schon vor kurzem noch. Ein blödes Mistvieh. Würde ich eigentlich auch schlachten, ne?
Den Rest ich mache aber so jetzt hier. Hack mich nicht mit deinem Potzfinger an, ja. Das war der, wo wir vor kurzem schon waren. Aber oh, da steht aber auch noch ein Pewcan. Okay, das ist nachgespawnt. Steht hier keine, oder? Doch, zwei Stück stehen hier, oh Mann. Buchse von Nils würde ich gerne halten. Dann drop die hier und die. Ja, mit denen kommen wir auf jeden Fall nach Hause. Was ist eigentlich mit denen hier? Warum können wir das eigentlich nicht abzapfen hier? Egal, wo mussten wir lang jetzt? Müssten jetzt hier hin. In diese Richtung hier. Ich werde das auch wieder querfeldein machen, weil dann kommen wir vielleicht da an, bevor die Folge vorbei ist. Obwohl die läuft nach 4 Minuten oder so, 4, 5 Minuten. Vielleicht mache ich ein kleines bisschen mehr. Aber da werden wir nicht ankommen. Da werde ich das zwischen den Folgen machen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann auch am Truck, wenn ich das bis zum letzten Stück hier nicht mehr schaffe. Wo haben wir es denn hier? 6:24 Uhr, dann wird schon wieder Tag. Das heißt, pennen können wir sowieso nicht. Naja, egal. Ja, so eine Tour hier mit den Erztouren müssen wir auch mal machen. Den Radiotower würde ich ja gerne mal machen, aber den kann ich irgendwie nicht reparieren. Ich habe keine Sachen gefunden bisher von dem. Was schon eigentlich recht merkwürdig ist, weil normalerweise hätte ich mindestens ein Teil schon finden müssen. Ach, warte mal, ein Teil haben wir, glaube ich, schon eingebaut, ne? Beim Radio. Beim Radiotor. Ich meine, ein Teil hatten wir eingebaut. Und zwei Sachen würden noch fehlen, glaube ich. Ich meine ja, irgendwas hatten wir gefunden gehabt, meine ich. Bin aber nicht mehr so sicher. Oh Gott, das wird ja noch Jahre dauern, bis ich da ankomme. Wird sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt, wo wir hier unter uns sind, können wir ja mal, kann ich ja mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar könnt ihr gerne mal auf Twitch kommen. Von samstags und mittwochs bin ich ab 12 Uhr mit dem guten Lübi in Satisfactory am Planus rumschuften. Und Montag, dienstags, donnerstags und freitags bin ich normalerweise ab 18 Uhr da. Nur diese Woche war es jetzt nicht so. Ging halt nicht und ja, ab nächste Woche wieder geht's wieder. Und da zeige ich dann so alles Mögliche wie Sci-Fi-Spiele oder andere Überlebensspiele. Könnt ihr mal gerne reinkommen und mal reinschauen und Hallo sagen. Wäre schön. Dürft natürlich auch einen Lurk da lassen, also, ne? Das ist ja klar. Also nur für die, die auf auch Twitch in Ordnung finden, ne? Für die, die Twitch nicht interessiert, wie zum Beispiel Fritti, da ist das ja natürlich nicht so wild. Na, ist ja klar. Aber wir sind aber gut, die Hälfte haben wir. Müssen nicht mehr weit. Mit drei Kanister Spritzen.
Sprit werden wir auf jeden Fall nach Hause kommen. Ich auch mal gucken, was in dem Körper, was in dem Camper drin ist. Wenn da nichts drin ist und ich den einfach nur voll ballern brauche, hier mit den Sachen, die ich anhab, dann würde ich sagen, dann fahren wir noch mal hier lang. Weil hier auf dem Weg muss irgendwo ein Gartencenter sein. Ich weiß es aber nicht mehr wo. Ich habe es beim besten Willen nicht mehr im Kopf. Aber ich will auf jeden Fall mal nach Hause gehen, weil es hat ja in der Zwischenzeit aber geregnet, was unsere Pflanzenkisten gemacht haben bisher. Was ist denn hier los? Oh. Nee, ich habe meine Munition verschossen, ne? Ja, aber gut. Warte mal, war das nicht das, wo ich letztens aufgeräumt habe? Ich meine, das war, wo ich letztens aufgeräumt habe hier. In der vorletzten Folge. Aber naja, die sind halt wieder da. War ja auch lange wieder her, ne? Ach komm, wir sind ja gleich da. Ach komm, das machen wir zusammen noch. Und dann fahre ich zwischen den Folgen nach Haus. Dann können wir aber erstmal ausräumen. Oder ich räume dann erstmal aus und wir gucken dann weiter, was wir dann machen. Müssen wir mal ein bisschen Fertilizer bei den Pflanzen reinmachen, bei den Außenpflanzen. Und vielleicht die inneren Pflanzen abreißen, dass wir die dann draußen hinstellen. Weil drinnen bringen die ja herzlich wenig. Und eigentlich wollte ich euch lassen. Das ist eine scheiß Horde, ne? Bleibt mir von der Pelle, ich habe keine Lust. Vielleicht morgen. Wo ist denn unser. Müsste doch hier stehen. Ah, da ist er doch. Warte mal, hatte ich nicht auch ein Toolkit bei? Siehst du. Also wird nicht repariert, aber macht nichts. Fuel. Ja, der macht hier recht wenig, ist da drin. Ich finde, das ist so ein Kanister aber drin, 10 Liter oder sowas, ne? Eigentlich. Sieht irgendwie so aus, wenn er immer nur 1 Liter reinballert. Oh, der ist voll. Gut, auch schade auch, dass man diese Hosen nicht selber bauen kann. Aber ich fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch trotzdem euren Spaß. Und ich sage dann mal bis übermorgen. Tschüss, Leute. Tschüss.